Hallo und herzlich willkommen bei Frag Mingers. Mein Name ist Markus Mingers und die Angelika aus Bamberg hat mich gefragt, ob es rechtlich okay ist, wenn sie ihr Kind ortet. Es gibt ja gerade verschiedenste Möglichkeiten, wie man sein Kind tracken kann. Da gibt es Smartwatches, da funktioniert das. Man kann es über einen GPS-Sender machen, über ein Handy. Es gibt sogar Einlegesohlen, wie man sein Kind tracken kann. Rein juristisch ist es so, dass es da keinerlei Bedenken gibt, denn den Eltern steht ja die Erziehungspflicht zu, steht ja so im BGB, im familienrechtlichen Teil, also die elterliche Fürsorgepflicht, da unterfällt das. Da könnte man ja sogar noch argumentieren, wenn die dann begründete Bedenken haben, warum sie das tun, dass sie damit gerade der Fürsorgepflicht nachkommen. Laut Datenschutzgrundverordnung sind das ja personenbezogene Daten und bis 16 Jahre bedarf es der Zustimmung der Eltern. Und wenn es die Eltern halt selber machen, erteilen sich natürlich selbst die Zustimmung. Logisch, ab 16 Jahren müssen die Kinder selber dem zustimmen. Also ab 16 könnten die sagen, Mama, Papa, nee, das will ich nicht. Ich sehe das, also juristisch ist das völlig okay. Moralisch, ethisch, seelisch, erziehungspädagogisch mag da jeder von halten, was er will. Ich finde es erstmal Quatsch, denn die Leute neigen ja dazu, dann auch eine gewisse Panik zu verbreiten und einfach nicht selbstverständlich mit einem gewissen Thema umzugehen. Und ich glaube, da ist der Schaden weitaus größer als der Nutzen, den man hat, wenn man immer weiß, wo das Kind ist. Absolute Ausnahme ist natürlich, wenn da ein begründeter Verdacht besteht, dass irgendwas passieren könnte, dann ist das natürlich sinnvoll, aber ich glaube, das sind die absoluten Ausnahmen. Ich hoffe, ich konnte dir helfen. Wenn du dein Kind orten willst, tu es, aber vielleicht solltest du da pädagogisch doch nochmal drüber nachdenken. Bis bald, wir sehen uns wie immer vor Gericht.